Ein Geschenk. 200 Adam, Hypnotized Big Daddy. Ach, cool. Glückwunsch, du hast deine erste Belohnung von Tannenbaum für das Retten einer Little Sister gefunden. Wie die immer schreien in den Worten. Neues Plasmid, Hypnotized Big Daddy. Daddy, 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 can't you see? Sometimes you try to hypnotize me. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Unser neuestes Hypnotize-Plasmid wird einen Big Daddy täuschen, sodass er Sie schützt, als wären Sie eine Little Sister. Find ich gut. Electrobolt oder Telekinese? Ich probier's mal statt Electrobolt. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Juhu! So, schaltet einen Plasmid-Slot frei. Benutze deinen eben gekauften Slot, um ihn mit etwas zuvor gelagertem auszustatten. Wähle ein Plasmid aus, das in deinem soeben entsperrten Slot installiert werden soll. Hui! Elektrobolt. Abfackeln. Zorn. Nehme ich hier mal den Elektrobolt. Betäuben Sie Ihre Gegner mit 1000 Volt. Ein Stromschlag im Wasser ist verheerend. Hui, kennen wir ja schon. Den hatten wir ja schon. Und wir können noch ein Plasmid... Oh, cool. Sonic Boom schleudert Kreaturen und Objekte mit einem gewaltigen Energiestrahl zurück. Machine Buster erhöht den Schaden, den du Kameras, Bots und Geschützen zufügst. Extra Nutrition. Alter Schwede, Zieldummy erzeugt einen Köder, der Angriffe von dir weglockt. Winterblast, lasse deine Gegner an Ort und Stelle festfrieren, zerschmettere sie in 1000 Stücke. Wem würde das nicht gefallen? So, was setzen wir dann da mal rein? Abfackeln zum Beispiel? Zorn oder abfackeln? Machen wir mal Zorn, komm. Bringen Sie Ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Das machen wir. Und wir haben jetzt noch Winter Blast, Festfrieren. Hört sich natürlich gut an. Extra Nutrition. Sonic Boom kostet einen. Ist natürlich eine tolle Idee. Und verführerisch, aber ich würde mir gerne lieber den Zieldummy oder den Winter Blast kaufen. Ich nehme mal den Winter Blast. So, den packen wir mal in die Genbank. Und sagen dann mal, ich kann gar keinen Slot mehr kaufen. Ich dachte, ich kann jetzt noch einen Slot kaufen. Habe ich nicht drauf geachtet. Verdammt. 100 haben wir noch. 100. Da könnte man noch einen Zieldummy kaufen. Oder vielleicht mal ein Gesundheitsupgrade. Wäre vielleicht auch nicht mal so schlecht. Komm, das nehmen wir mal mit. Deine maximale Gesundheit wurde erhöht. Du kannst mehr Treffer verkraften, ohne eine Wiederbelebungsstation aufsuchen zu müssen. So. Du glaubst, du kannst mich austricksen? Hey! So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn? F2. Was weiß ich nicht? Vor allem, wer schießt denn da? Ich glaube gar nichts. Genbank. Okay. Ah, obwohl wir können jetzt hier Plasmide. Telekinese ist 1. Electrobolt lege ich. Kann ich das auf die 2 legen? Dann lege ich Bolt auf die 2. Winter Blast, Hypnotize Big Daddy lege ich mal auf die 4. Und Zorn auf die 3. Ich muss mal gucken, dass ich mir hier irgendwie eine Reihenfolge beibehalte, damit ich mir die Tasten merken kann. Was schießt denn hier immer? Thank you.
Nicht schon wieder. Ich glaube, den hole ich mir aber später. Den Mr. B. So, komm, wir gehen erstmal weiter weg. Wir müssen uns den ja nicht sofort schnappen. Wir haben ja erstmal noch ein bisschen was zu tun. Es ist noch nicht vorbei. Mit wem redest du denn die ganze Zeit? Himmel, Herrgott. Ich vermute mal mit mir. So, meine Fresse. Da blitzt noch irgendwas. Aber da hinten komme ich gerade eh nicht hin. Fontaine, so sieht er also aus, der Fontaine. Da hinten geht's da weiter in die Fisheries. Wo ist denn der Selbstschussautomat hier bloß die ganze Zeit, den ich hier höre? Ach, guck mal, da liegt noch was. Und auch da blitzt noch irgendwas. Was blitzt denn da? Blitzt da auch noch irgendwas? Da blitzt noch was. Yeah! Ach du Scheiße. Das sieht ja gut aus, so ein Förderband. Okay. Tastenfeld. Code eingeben oder hacken. Ich glaube, wir suchen einfach mal den Code. Das macht mehr Spaß. Hacken würde auch gehen, aber ich möchte lieber den Code finden. Einfach. Hahaha, er hat Code gesagt. Nee, einfach deswegen. Weil die Herausforderung ein bisschen größer ist. So, Muni nehmen wir auch mit. Überall blitzt hier irgendwas. Okay, hier kann man hochgehen, bringt aber nicht so viel. Und da hinten. Da ist doch was. Nee, kriege ich nicht. Mist. Wo ist die Selbstschussanlage? Wieso kriegen die Patronen nicht da raus eigentlich? Komisch. Ach, die Selbstschussanlage ist hier drunter. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt da reinspringen. Vorher speichere ich mal ein bisschen. Wir können jetzt hier runterspringen. Und können... Oder können wir vielleicht so? Nein, hat nicht geholfen, leider. Okay, dreh dich ruhig um. Ach, das ist eine Kamera. Ach so, okay. So, dann wollen wir mal
Dann machen wir nochmal hier einen weiter und dann gehen wir mal einfach ganz nach unten. Zack. Wenn das irgendwie geht, natürlich nur. Natürlich geht's wieder nicht. Scheiße. Oder? Habe ich einen übersehen? Nein. So, den nach unten und dann so rum. So. Was ist das denn? Ach, deswegen konnte ich die nicht... Ah. Ich verstehe gar nicht, dass ich jetzt die Pistolenkugeln voll habe, wo ich sie sonst immer... wo ich sonst immer zu wenig habe. So, wie komme ich hier nochmal raus? Da nach oben. Ja, ja, ich komme ja weiter. Ich muss nicht H drücken für einen Hinweis. Ich laufe hier nur ein bisschen rum halt. Das Gefühl, hier ist irgendwie... So, haben wir einfach mal ein bisschen Muni gespart. Wen ballern die ganze Zeit eigentlich ab? Haben wir es jetzt. So, dem Big Daddy tue ich mal nichts. Ich habe ja nichts gegen die Big Daddies. Ich will ja nur die Little Sister retten. So, hier nehme ich das Geld nochmal mit. Darf ich? Dankeschön. So, die Frage ist dann natürlich nur, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Hier geht's nirgends durch. Wir müssen also da hinten durch. Aber Worf. Ah, Worf von der Enterprise. Worfmaster. So, jetzt reicht's. Jetzt gehen wir aber auch wirklich mal weiter. Also. Das heißt, vielleicht müssen wir tatsächlich... machen, weil sie sich nach Abwechslung sehnt. Naja, diese Dame sehnt sich nach was ganz anderem, glaube ich. Ein bisschen Gesichtspolitur wäre ganz angebracht. Oh, Verbandskästen. Danke, liebe Dame. Schlaf schön. So, weißt du was? Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Oh, das ist natürlich tragisch. So, komm, ich hack hier nochmal ganz kurz eine Runde was aus. Lal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 
Ich glaube, wir werden jetzt in lustige Gefilde kommen, zu den Fisheries. Und da darf sich der Zukunftsgronk drum kümmern. Ich speichere mal eben. Überschreiben. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.